ICS Impulse sollte nicht angewandt werden bei Patienten mit einer Halsverletzung oder bei Patienten, denen von ihrem Arzt geraten wurde, Halsbewegungen einzuschränken oder zu vermeiden. Beim ersten Start Ihres ICS Impulse-Systems haben Sie bei der Datenerfassung drei Wahlmöglichkeiten. Sie können eine temporäre Patientendatei verwenden und die Patientendaten dann später eingeben oder neue Patientendaten sofort eingeben oder Sie können eine bestehende Patientendatei öffnen. Bevor Sie dem Patienten die Brille aufsetzen, muss diese vorbereitet werden. Bei Bedarf können Sie das Brillengehäuse reinigen. Das Brillengehäuse ist aus geformtem Kunststoffmaterial gefertigt. Reinigen können Sie es mit einem Tuch, das mit einer Lösung aus mildem Reinigungsmittel und Wasser angefeuchtet ist. Sie sollten sicherstellen, dass die Brille ein neues, unbenutztes Gesichtspolster hat. Zur Entfernung des Gesichtspolsters biegen Sie die Brille an Ihrer der Kameraseite gegenüberliegenden Seite leicht nach außen und lassen das Gesichtspolster herausrasten. Lösen Sie das Gesichtspolster auf der anderen Seite. Entsorgen Sie das benutzte Gesichtspolster ordnungsgemäß. Verwenden Sie ein neues Gesichtspolster. Richten Sie die Lasche des Gesichtspolsters an der Aussparung an der Kameraseite der Brille aus. Stellen Sie sicher, dass sich das Gesichtspolster im Nasenteil befindet. Biegen Sie die Brille leicht an der gegenüberliegenden Seite, richten Sie die Lasche des Gesichtspolsters auf die Aussparung in der Brille aus. Prüfen Sie genau nach, ob beide Seiten vollständig eingesetzt wurden, indem Sie beide Seiten leicht nach innen drücken. Als nächstes müssen Sie eventuell den Spiegel reinigen. Reinigen Sie den Spiegel beidseitig durch behutsames Abwischen mit dem mitgelieferten Tuch.